Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Deathwatch Tyranid Invasion Folge 14. Oh yeah. Ja, direkt vorweg, wir haben neue Rekruten, und zwar den Bruder Micha und Bruder Claudron. Nur das Problem ist ja, ich bin mir ja gar nicht sicher, wie lange wir die beiden hier noch halten werden. Darum, verzeiht mir, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, noch ein paar Folgen abwarten möchte und gucke, was wir so ziehe. Und wenn sich da echt wieder nur so, ja, Standardeinheiten bei ergeben werden, dann, ja, bin ich euch dann einfach hier noch mit in den Trupp rein. Ansonsten möchte ich einfach gerne warten und gucken, was uns das Spiel noch so anbieten möchte. Und vom Bruder Karasas gab es die Frage, ob es in diesem Spiel eigentlich auch Salamanders gibt. Und dafür gibt es ja hier diesen Kodex, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Also machen wir das einfach mal jetzt zusammen. Der Kodex enthält Karten für alle Ausrüstungsteile und Space Marines im Spiel. Du kannst alle Karten des Spiels nach ihrer Kategorie anzeigen. Du kannst alle Karten untersuchen, auch wenn du sie nicht gesammelt hast. Dann sehen wir doch mal direkt, was es so Schönes gibt. Wir haben Space Wolves, Blood Angels, Ultramarines und die erweiterte Edition. Was haben wir denn da Schönes? Die Black Templar. Die Dark Angels, wovon ich immer noch keinen habe. Und hier, oh, die beste Waffe der Dark Angels ist ein Plasmawerfer, ein meisterhafter. Und die Imperial Fists, also, die Frage ist jetzt automatisch beantwortet. Es gibt leider, es gibt leider keine Salamanders. Tja, und weiter gucken möchte ich auch wirklich eigentlich nicht, weil das ist schon so ein bisschen spoilermäßig. Ich will mich nicht spoilern, was es noch alles Geiles gibt. Also ich freue mich ja schon mega, allein diese Packs immer zu öffnen und zu wissen, was da rauskommen kann. Und ja, also wir starten einfach mal. Kann ich eigentlich ein Pack kaufen? Nein, leider nicht. Also wir starten einfach jetzt direkt mal durch. Und wie gesagt, wenn sich nach den nächsten ein, zwei Packs nichts ergeben, dann gucke ich, was ich so an Material da habe, wo ich euch dann einfach mit dazu nehmen kann, was wir dann später auch aufrüsten werden, so wie wir Bruder Derek noch aufrüsten werden. Okay, also starten wir in den Feldzug. Wir sind stehen geblieben, bei einem Stern sind wir stehen geblieben, und zwar bei der Kernsammlung. Datenkerne wurden gehoben und verstaut. Was? Datenkerne wurden gehoben und verstreut. Gehoben und verstreut. Macht irgendwie keinen Sinn. Das Killteam muss sie an eine Transportkapsel liefern, bevor sie in die Fänge der Xenos geraten. Ja, wir haben ja immer noch mit diesen merkwürdig intelligenten Tyranniden zu tun, die in der Lage sind, Datenkerne auszuwerten. Okay, dann wollen wir mal sehen, was das hier heute alles so bringt. Also, letzte Mission haben wir ja den Eingang da so gesprengt mit Promethium, das weiß ich noch, da haben wir so Tanks überlastet. Gucken, was jetzt auf uns zukommt. Time is short. The base is falling to ruin. The data cores must be taken to the extraction site. Ready your weapons. The Xenos are everywhere. The Xenos are everywhere. Oh yeah, okay, was haben wir denn Schönes? Schwere Pickups. Die Materialproben sind schwer zu transportieren. Space Marines, die diese Proben tragen, können keine Waffen benutzen. Schön. Das sind auch noch so viele, holy. Und da werden wir wahrscheinlich abgeholt. Da muss das Zeug da alles hin. Bin ja mal gespannt, wie die Feinde hier auftauchen. Ich denke mal, das wird bestimmt so sein, dass wir pro Pack, das wir abgeben, einfach mal eine stärkere Welle an Gegnern kriegen. Nee, gar nicht so schön. Ja, dann positionieren wir doch erstmal am besten die Brüder in angemessenen Formationen. Oh, da stehen sie schon direkt. Und keine Reichweite auf diese Range. Keine Reichweite, ich meine keine Treffer auf diese Reichweite. Obwohl, ach, er hat ja diesen coolen Scout-Movement mit diesen Bonuspunkten, die er kriegt. Ja, dann geh hier runter in die Ecke. Da wird dich kein Gegner treffen können. Und dann kannst du hier aus dem Hinterhalt sozusagen vordringen in der nächsten Runde. Da haben wir jetzt nichts gescoutet, da habe ich auch gar nicht geguckt. Dann, du musst sowieso nah ran mit deiner Waffe, Bruder Astorat, weil sonst wird das hier nämlich echt eng.
Tja, was machen wir mit dir? Ja, ich schicke dich erstmal hier runter. Du unterstützt dann unseren Space Wolf Bruder. Der übrigens jetzt nicht mehr Björn Krakenslayer ist, sondern der liebe Bruder Karasas. Ja, und hier unten scheint auch nichts zu sein. Die kommen wahrscheinlich alle von der Seite hier. Obwohl, wenn das Feld hier so weit offen ist, Vorsicht geboten. Es ist Vorsicht geboten, auf jeden Fall. Bruder Derek geht in Position, um in der nächsten Runde, tödliches Devastor-Feuer auf die Feinde zu legen. Dann, ja, ich würde sagen, Bruder Melvon sollte unser Runner werden. Dann betank dich schon mal mit einem dieser wunderschönen Datenkerne. Okay, und dann kommst du direkt runtergelaufen. Und ja, Bruder Blasius, dieser Name, der wird, glaube ich, nie aus der Mode kommen. Du gehst einfach mal direkt hinter Bruder Derek in Stellung und bereitest dich mit ihm gemeinsam vor, hier alles nachher in Schutt und Asche zu legen, wenn es sein muss. Oh yeah. Dann beenden wir doch mal diesen Zug und sehen, was der Feind so für uns auf Lager hat. Oh, schwere Schritte. Aber es ist anscheinend nichts passiert. Start shooting. Ja, das habe ich auch vor. Okay, dann macht unser Bruder Karasas erstmal hier den Scout-Movement. Boah, diese Schreie von den Viechern, ne? Hier ist noch nichts. Dann schlinz mal hier um die Ecke. Da ist er. Oh, jetzt hätte ich die Granaten eigentlich schon TÜV brauchen können. Das wäre echt super. Nur ich habe leider wieder mal keine Ausrüstungsslots freigeschaltet in den letzten Malen. Na, der muss auch weg. Schön Salve um Salve in das Vieh reinjagen. Okay, ja, dann wieder in Deckung hüpfen. Könnten wir vielleicht die Melter austesten in dieser Runde, aber nee, ich glaube nicht. 3 Züge, 1 Schuss. Und danach hängt er dann da und weiß, wenn das nicht reicht, ist mir zu gefährlich. Guck mal hier um die Ecke, was da so auf uns lauert. Gar nichts. Das sollte mich, glaube ich, beunruhigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann testen wir die Melter doch mal direkt an diesen kleinen, harmlosen Hormaganten aus. Nice, einfach so verpufft. Aber dann stehen... Ah, verdammt, ey, die haben sich hier schon gesammelt, die Schweine. Ja, dann gehe ich in Deckung. Obwohl, ich hätte das Herd in diesen Skill hier einsetzen können, aber dann wäre ich in der nächsten Runde dafür ohne Verteidigung gewesen. Ich würde sagen, Bruder Blasius, dich schicken wir einfach mal hier runter. Und du unterstützt dann Bruder Astorat. Was hältst du davon? Gucken wir mal, wie kriegen wir dich am besten in Position, dass wir aus dir noch einen Overwatch rauskriegen. Ich denke mal, hier ist ganz praktisch. Und dann Overwatch auf diese Position. Na, ob das so viel bringt. Also einer könnte auf jeden Fall drankommen. Der nächste müsste rumlaufen und wird dann ein Gewicht kriegen vom Bruder Blasius. Aber ob das so aufgehen wird, wie ich mir das vorstelle, ist eine andere Frage. So, jetzt benutzen wir am besten erstmal direkt Derek's Skill. Denn das hier ist einfach wie geschaffen für so eine Situation. Und den auch noch bitte. Derek ist jetzt voll aufgeladen. Jetzt versuchen wir, den hier umzusensen und danach noch einen Overwatch rauszukriegen. Das wird jetzt echt interessant. Röms. Ah, habe ich mich verzählt? Moment, er ist hier runtergelaufen. Hatte nur noch 3 AP. Hat dann geschossen, hatte nur noch einer zu bekommen. Verdammt, einer zu wenig. Mist, falsch gerechnet. Aber mit diesen AP-Punkten rechnen, da muss ich echt noch dran üben, wie ich merke. Verdammt. Aber da hier nicht so viel Feindbewegung ist, kann ich Bruder Derek, glaube ich, bis nach hierhin vorziehen. Hat einfach einen super Blick über das ganze Schlachtfeld und kann sich jeden Gegner rauspicken, den er möchte. Das werde ich wahrscheinlich machen. Okay, und Bruder Melvon rückt hinter Bruder Derek und Bruder Karasas vor. Die beiden werden dich gleich shutteln und zwar hier schön zu dem Abholpunkt. Ja, dann sage ich mal Zug beenden und wir gucken, was auf uns zukommt. Die Kleinen sind ja echt kein Problem, solange die keinen Crit-Bonus kriegen durch die Großen. Das ist echt richtig mies. Du musst generell mal mehr darauf achten, was hier oben in der Ecke hinterher für Bonusse stehen für die Gegner, wenn man die auswählt. Da habe ich mich ja noch nie so wirklich drauf konzentriert, darauf zu gucken. Sollte mal langsam damit anfangen. So, jetzt hat Bruder Karasas leider seine Scout-Movement-Punkte nicht mehr. Darum
müssen wir jetzt gucken. Naja gut, der hier ist ja wohl locker weg, oder? Boah, da staunen die sich hier, ne? Unglaublich. Bruder Derek kriegt den hier auf jeden Fall. Dann sollten wir das auch ausnutzen. Und dann nächster Schuss hier rein. Und was sagt die? Nix. Scheint nichts nachgerückt zu sein. Vielleicht stehen sie hier, aber dafür habe ich zu wenig... Obwohl, 2 Punkte habe ich noch. Ja, dann guck mal vorsichtig hier um die Ecke. Da steht auch nichts mehr. Oh, da. Ah, den kriege ich aber locker. Besonders, was heißt ich? Ich meine, Bruder Karmasas. Okay. Dann, ja, Bruder Derek, was machen wir mit dir? Noch einen Schritt weiter vorwärts? Er ist einfach ein bisschen gierig. Gucken wir mal, was wir noch so scouten können. Zur Not können wir immer noch 4 Punkte zurücklaufen in einem Zug. Das ist ja kein Ding. Ja, und Bruder Melvon lässt sich dann im Feuerschutz der beiden nach vorne ziehen. Wir nutzen direkt mit Bruder Astorat unsere wunderschöne Melter aus und verpuffen diesen Xeno. Wumm, einfach so ein Feuerstrahl, weg ist er. Gucken wir mal, was sich hier noch so versteckt in den Schatten. Hey, dahin. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ja, machen wir einfach mal einen Overwatch in die Richtung. Hoffen. War das die Waffe gewesen, die gerade so geil aufgeladen hat vom Sound? Schön, gucken wir mal. Bruder Blasius deckt dir noch den Rücken. Obwohl hier im Augenblick noch nicht viel Feind-Movement ist, aber darauf sollten wir uns nicht mehr verlassen. Also ich glaube, das Spiel wird langsam echt fies. Okay, nächste Runde. Nice, also ich bin nicht enttäuscht von der Melter bis jetzt, muss ich sagen. Die Reichweite ist natürlich echt mega reduziert im Vergleich zur Bolter, aber der Schuss, der zwiebelt ordentlich. Ich glaube, so eine meisterhafte Melter, die müsste richtig gut was wegziehen können. So, tja, hätte ich direkt mal hier stehen lassen, obwohl ich glaube, den kriegt er so oder so nicht. Aber, der ist auch zu weit weg. Tja, was machen wir denn da? Wenn ich die beiden auf Overwatch setzen sollte, werden die gleichzeitig feuern. Das heißt, Dereks Schuss wäre vollkommen verschwendet. Das wäre einfach viel zu ärgerlich. Dann ziehen wir hier mit Bruder Melvon erstmal... Obwohl, er kann schon da reinlaufen. Kann Bruder Karasas dich denn hier decken? 1, 2 und dann Deckung in die Richtung. Das könnte klappen. Dann decke ich eine Seite mit Derek, die andere mit Bruder Karasas ab. Tun wir das. Weil ich sehe hier nur 2 Stück. Das sind auch, glaube ich, nur 2 und es bleiben auch nur 2. Ja, eigentlich verstoßen wir bestimmt gegen irgendwelche Vorschriften des Inex Astartes oder des Codex Astartes, indem wir einfach mal unseren Healer nach vorne schicken, unseren Apothekari. Ich glaube, das ist nicht so vorgesehen. Es sind zwar auch Space Marines und somit auch Helden des Imperiums, aber ich glaube nicht, dass man die so leichtfertig nach vorne schickt in der Schlacht. Ja, so hätte ich das gerne. Und Bruder Derek deckt einfach genau durch diese Lücke hier ab. Ja, die überschneiden sich beide nicht. Hervorragend. Und... ja, eigentlich könnte ich sogar noch mit Bruder Astorat noch ein Stückchen nachziehen und hier auch noch alles decken. Tja. Ja, machen wir. Aber ich glaube, so weit kommt er sowieso nicht. Man sieht nicht. Das ist echt die Waffe, die diesen Sound macht beim Overwatch. Nice. Coole Sache. Bruder Blasius. Ach, hol das nächste Paket ab. Das dauert uns echt zu lange hier. Guckt euch mal diese Menge an Paketen, die wir noch schleppen müssen. 4 Stück. Ja, okay. Dann Zug beenden. Jetzt kommt bestimmt eine ganz neue Welle an Gegnern. Einen haben wir. Okay, der nächste. Wie geplant. Perfekt. Da kommt ein nächster großer. Die habe ich, glaube ich, noch nie schießen sehen in einer ihrer Phasen. Komisch, kaum besetze ich hier einige der Mitglieder mit Namen aus meiner frisch heranwachsenden Community, wenn man es so nennen darf, fangen an, die Leute sich hier zu zoffen. Ob das ein gutes Zeichen ist, ich weiß ja nicht. Okay, ich glaube, ich lasse Bruder Karasas erstmal hier auf dieser Position stehen und lasse ihn so ein bisschen hier rüber schlinzen und decken.
Ja, und vor dem Großen, da sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Aber ich möchte gerne näher an den Rand, damit ich den mit der Melte eine verpassen kann. Da sage ich mal, hier in Deckung der Kisten ist er bestimmt nicht schlecht aufgehoben. Und selbst wenn es eng werden sollte hier mit Bruder Astora, der hat immer noch diesen Skill, wo er halt einen Zug lang richtig powern kann. Das könnte uns sehr nützlich werden. Ich versuche mal hier Blasius und Belvon als Runner zu benutzen. Damit wir schneller mit der Mission durch auf jeden Fall. Das war's. Ja, dann testen wir doch jetzt mal unsere Melter aus. Am besten noch mit dem neuen Skill dazu. Boah, diese Masse an AP, ne? Boah, guck mal, wie weit der laufen kann. Der kann das ganze Feld rennen. Boah, krasse Sache. Okay, dann hier runter. Jetzt zersiebt den mal in seine Einzelteile. Wumm, noch ein Schuss. Nächster. Oh, Moment. Zack. Und nochmal. Zack. Und nochmal. Wieso setzt du immer ab, Kollege? Schieß weiter. Supermächtig, supermächtig. Ja, und dann ziehe ich ihn am besten wieder zurück, damit er so ein bisschen den Feuerschutz seiner Brüder genießen kann. Denn sonst könnte er in der nächsten Folge überwältigt werden. Obwohl, gut, es sieht jetzt nicht so heftig aus im Augenblick. Wo steht Derek eigentlich da drin? Welchen Funkenflug da aus der Fabrik? Die sind genau außer Reichweite, die Säcke. Ja, dann geh ein Feld weiter vor. Feuer frei. Schön. Okay, und Bruder Karasas kriegt diesen Xeno hier wahrscheinlich auch locker. Hervorragend. Ich glaube, die Punkte in Genauigkeit, die ich verteilt habe, haben sich jetzt schon echt bezahlt gemacht. Und dann scoute weiter in diese Richtung. Und Bruder Melvon rennt am Bruder Blasius vorbei und besorgt uns direkt den nächsten Datenkern, würde ich sagen. Okay, Zug beenden. Jetzt sag nicht, die spawnen immer von derselben Ecke. Oh, oh. Ich habe in dem Skill irgendwas falsch verstanden, ne? Töten eines Feindes bringt 20... Ne. Hier, minus 4 AP. War das vielleicht so, dass die AP... Ich weiß es nicht. Also ich dachte immer, dass der Skill einfach AP-Bonus gibt und im nächsten Zug einfach verhindert, dass ich schießen kann. Und jetzt sieht es so aus, als wenn der Bonus braucht die Punkte auch für den nächsten Zug komplett mit auf. So habe ich das eigentlich nicht gedacht. Jetzt steht er da so ein bisschen offen im Felde, obwohl ich denke mal, na, kann der auf ihn schießen? Gute Frage, nächste Frage. Also Nahkampf und Fernkampf hat er auf jeden Fall. Reichweite wird hier nicht angegeben. Naja gut, werden wir es wohl herausfinden müssen. Aber wir haben immer noch Bruder Melvon da, der flickt Bruder Astoret auch auf jeden Fall wieder zusammen, da verlasse ich mich drauf. Ja, dann fordern wir mal unser Glück heraus und beenden den Zug, oder? Aber man lernt halt nie aus, was die Skills angeht. Insofern bin ich froh, dass es jetzt passiert, anstatt in einer noch späteren Mission, wo wir wieder gegen die Super-Heavies kämpfen müssen. Ein sehr schöner Schuss, Bruder Derek. Sehr schöner Schuss. Jo, sieht nicht so gefährlich aus. Ja, ein Feld weiter runter. Dann feuern wir noch ein paar Salven in den Reihen. Feuer frei. Wie viele soll ich abgeben? Eine auf jeden Fall. Schön. Und danach in Deckung. Ich denke mal, hier sind wir noch relativ safe. Da muss der auch ein bisschen laufen. Und das verhindert, dass er so viele Schüsse haben sollte im nächsten Zug. Und da zieht der Bruder Astora da unten mal so eine richtige Einzelkämpfer-Nummer durch. Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finden soll, aber er deckt uns damit auf jeden Fall die Flanke. So, nächste Lieferung ist da. Ich wette echt, dass jetzt wirklich pro abgegebenen Datenkern die Spawnrate der Gegner erhöht wird. Das kann ja noch richtig eklig werden später. Aber wir haben ja auch so schöne Deckungspunkte, finde ich. Diese Klötze hier, die funktionieren eigentlich ganz gut. So. Hauptsache von hier kommen sie nicht. Dann wird es ein bisschen eklig, weil ich habe hier nichts, was den Runner abdeckt, der da gerade drunter läuft. Dann würde ich mal sagen, Zug beenden.
Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon gemerkt habt, aber ich habe mir ein neues, 20 Damage geht ja, neues Mikrofon zugelegt. Und ja, das einzige Problem, was mir jetzt echt noch irgendwie im Wege steht, ist, ich weiß nicht, wie ich am besten effektiv konstant die Mausgeräusche und die Tastaturgeräusche rausfilter. Das ist so ein bisschen eklig, finde ich. Also, na, was heißt eklig? Ich meine, das macht einfach das perfekte Sounderlebnis in diesem Let's Play, sagen wir es mal so, so ein bisschen, ja, ein bisschen zu schaffen. Ich arbeite zwar schon mit einem Noise Gate und das filtert halt Klickgeräusche raus, die ich erzeuge, während ich nicht rede. Aber trotzdem hört man sie halt, wenn ich rede und klicke. Und ich höre ja jetzt, ich habe ja jetzt sozusagen mit meinem neuen Mikrofon auch ein Screening. Das heißt, ich höre das, was ich gerade eben sage. Und dabei höre ich auch alle Umgebungssound, die mit auf das auf die Tonspur gelangen. Und ja, ich höre das Klicken jetzt auch schon raus. Und ja, ich arbeite da immer noch dran oder ich suche immer noch einen Weg, wie man das am besten wegkriegt. Wenn einer von euch da Ahnung hat, wäre echt cool, wenn ihr mir da so ein bisschen helfen könntet. Tja, was machen wir hier jetzt? Das war, glaube ich, jetzt nicht so klug, obwohl in den was ist das denn? Das geht ja mal gar nicht, Bruder Derek. Schwere Feuerunterstützung wird benötigt und zwar so schnell wie möglich. Wow. Richtig widerlich. Das geht ja mal gar nicht, ey. Einfach mal, die haben einfach mal in einer Runde hier drei Tyranniden-Krieger gespawnt. Oh, bitte, Bruder Astorat, halte aus, halte aus. Oh, drei Schuss beide. Okay. Oh, die nutzen auch schon Deckung, also die KI ist gar nicht mal so dämlich. Oh, Bruder Melvon, dein Typ wird verlangt. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, Bruder Astorat muss hier oben den Platz switchen mit... Ha, wir haben... das ist einfach echt eine scheiß Mission, Entschuldigung für diese Wortwahl, eine echt miese Mission für diesen Close Combat Stil, also mit diesen Waffen. Auch ein Nahkämpfer wäre hier echt mega schlecht angebracht, einfach wegen dieser riesigen Fläche, trotz geringer Deckungsfelder, die man hier mal hat, aber alles andere wäre hier besser angebracht. Ich gut, denk mal, mit der Deckung hier kommt er besser klar. Können wir nochmal hier zur Not einen wegsnipen, wenn er um die Ecke kommt. Hat der echt nur zwei Felder? Obwohl, ich glaube mal, das ist wegen dem Schatten hier so ein bisschen beschränkt. Bruder Derek wird auf jeden Fall einen von den beiden gleich eine zwiebeln. Bruder Karasas. Rücke mal bis nach hier hin vor, weil hier haben wir bis jetzt regelmäßig Spawns gehabt. Dann würde ich sagen, du deckst die Seite jetzt alleine ab. Bruder Blasius. Ja, beeil dich. Mehr sage ich dazu nicht. Und Bruder Melvon ebenso, bitte. Okay, dann beenden wir diesen Zug. Achso. Nach B. Okay. Die sind getrampelt. Ja, war aber schon mal gut. Den haben wir schon gut angesoftet. Ja, dann stecken wir hier auf jeden Fall so viel Munition wie möglich von Bruder Astorat rein. Zack, und nochmal. Wieso wählst du den immer ab? Komm, nächster Schuss. Zack, das is it. Raus. Zack, du bist draußen. So, dann machen wir einen Scout-Move. Benutz dein Skill bitte. Wir brauchen ein paar Punkte mehr. So, ich brauche nur einen Punkt zum Fliehen. Den Rest pumpe ich in den hier rein. Yes, nächster. Yes, noch einmal. Ich glaube, tot kriegt er ihn, glaube ich, nicht. Ey, ich habe einen Punkt wieder gekriegt. Nice. Stimmt, das war ja hier Sanguinius Segen oder so, dass er noch Bonuspunkte kriegt, wenn er jemanden killt. Also 20% Chance auf Bonuspunkt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Bruder Derek unterstützt Bruder Astorat hier weiterhin. Ja, und Bruder Melvon. Soll ich das Ding da jetzt schon ablegen? Nee. Mache ich nicht. Ich warte, bis Bruder Blasius hier ankommt. Dann packen wir das gemeinsam hier rein und der Letzte rennt dann einmal schnell da hoch und holt das Ding ab. Das ist mein Plan. Hoffentlich geht er auch auf. Na, dann wollen wir mal. Oh, jetzt kommen die Krieger auch von da oben.
Der hat Bruder Karasas nur gesehen und dachte so, nee, lieber nicht. Ist schon spät, ich geh mal stempeln. Ah, schön. Okay, dann. Ich würde sagen, der hier liegt weiter weg. Dann können wir den hier schneller kriegen nächstes Mal. Und dann geht's ab nach hier unten. Kann ich das Ding auch wieder ablegen? Gute Frage, nächste Frage. Weil wenn hier oben so ein Krieger steht, das ist alleine, glaube ich, schwer zu bewältigen. Ah, zieh ich... Ja. Ja. Wir haben ein Space Marine zu wenig, würde ich sagen, für das, was wir hier tun müssen. Bruder Derek deckt weiterhin hier ab, solange Bruder Astorath sich ausruhen muss. Und Bruder Karasas, ja, gibt weiter hier Deckung. Und Bruder Melvon, ja, Bruder Melvon bleibt erstmal da stehen. Obwohl, du kannst hier noch, du hast noch ein bisschen mehr Deckung, würde ich sagen. Okay, beenden wir diesen Zug und beten zum Imperator, dass nicht noch mehr Krieger auftauchen. Oder noch Schlimmeres. Oh. Verdammt, der schießt gar nicht so lange, wie er kann. Der schießt echt nur pro Feld, das von diesem Overwatch-Feld betreten wird. Ja, das ist natürlich nicht so super. Aber solange nur die kommen, ist alles gut. Obwohl, solange nur die kommen, ist schon gut. Also die haben ja den Bruder Astorath schon ganz gut angesoftet. Guck mal hier um die Ecke, was hier so Schönes auf uns lauert. Nichts Neues. Immerhin etwas, würde ich sagen, ne? Aber ich möchte ihm die Seite hier nicht alleine überlassen. Das ist irgendwie, glaube ich, kontraproduktiv. Bruder Derek erwischt hier aber auch noch nichts anderes. Guck mal so. Vielleicht kommt er in deinen Bereich. Mein Bruder Blasius, beeil dich. Schneller, 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 schneller. So, und Bruder... Ja, der steht da nämlich immer noch und wartet auf mich. Der Sack. Da mache ich denselben Trick wie er, oder? Geh einfach hier in Deckung. Könnte er ihn treffen, ist die Frage. Obwohl, er müsste eigentlich auch gedeckt stehen. Obwohl, ja, das ist echt knapp. Dann geh mal hier in Deckung. Das müsste eigentlich so jetzt aufgehen. Dann testen wir doch mal unser Glück aus. Er kommt. Ausgezeichneter Treffer, Bruder Derek. Also das war ein richtig guter Schuss. Richtig gut. Und wenn wir Glück haben, können wir nochmal nachsetzen. Ja, wir können nochmal nachsetzen. Bruder Derek, tu dein Schlimmstes. Feuer. Schön. So, wieder ein Scout-Movement. Wieder nichts Neues aufgetaucht. Wieder zurück. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo dieser Krieger jetzt hingezogen ist. Der steht bestimmt hier. Da ist er. Ja, dann pump ihn mal voll mit Bolterblei. Das sieht nicht so gut aus. Nee, naja. Der wird uns gleich auf jeden Fall ordentlich ansoften. Bruder Blasius hier runter und dann stürmen die... Ah, ich glaube, die können gar nicht beide auf einmal da runterrennen, ne? Oh, das sieht echt eklig aus. Wir brauchen hier oben mehr Deckung. Auf jeden Fall. Bruder Derek, von hier aus kannst du, glaube ich, gut abdecken und zwar beide Seiten. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und ja, Bruder Astorath hält hier weiter offen, weil wenn hier zwei Stück spawnen, die brechen uns echt das Genick, wenn die in die Flanke fallen. Ja, wird auf jeden Fall knusprig, muss ich sagen. Also der Schwierigkeitsgrad zieht langsam, aber merkbar an. Die machen aber ordentlich Damage. Das sind auch noch zwei. Hilfe. Erstmal gucken, ob hier was ist. Das wäre jetzt, glaube ich, das Aus. Nee, zum Glück noch nicht. Oh, mies. Mies. Naja, dann lauf, Bruder Melvon, lauf. Ich glaube, die kommen einfach mehr, je länger ich brauche. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, was das hier angeht. Den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Sehr gut.
Der wird sich gleich mit Bruder Melvon anlegen, aber ich glaube, Bruder Melvon hat ja diesen Zufallskonter, wenn er Glück hat. Dann ist jetzt auf jeden Fall die Rettung von Bruder Karasas Priorität Nummer 1. Hm. Kann ich das Ding nicht ablegen? Nein. Auch sonst nicht. Keine Option, hier irgendwas zu drücken. So ein Mist. Na gut, dann hoffen wir, dass genug Boltersalven treffen. Entschuldigung, Bruder Karasas, dass ich an dir gezweifelt habe. Dieser Schuss war jetzt einfach nur epic. Ich will nicht wissen, wie viele Crits da drin gewesen sein müssen, bis das geklappt hat. Also da hat Bruder Karasas einfach mal souverän neutralisiert. Dann hat Bruder Derek auch hier auf jeden Fall noch einen Schuss frei für diesen harmlosen Hormaganten. Zack, das war's. Und da schon der nächste, aber den können wir wieder per Overwatch... Nein, können wir nicht. Boah, dass ich mich da auch mal verzählen muss, ne? Guck mal in die Seite runter. Obwohl, ich denke mal, so weit kommt er hier nicht reingelaufen. Schade, dass wir wieder zwei Schüsse irgendwie verlieren. Und Bruder Blasius geht hier direkt in Abgabeposition. Und dann würde ich sagen, Zug beenden. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auch unsere Position verlagern. Und echt für den letzten Weg nur noch diese eine Position hier abdecken und das hier offen lassen. Obwohl das wird echt riskant. Naja, das wäre zu riskant, glaube ich. So. Ah, den kriegt er nicht in den Blick. Aber er hat ihn. Ja, das. Meisterlicher Schuss, Melvon. Meisterlicher Schuss. Den bitte auch noch. Bruder Melvon. Nicht schlecht. Ich glaube, in dieser Mission wollen mich meine Marines. Lügen strafen, dass ich sage, dieses Spiel wird langsam schwerer. Aber wie gesagt, ich glaube auch wirklich, dass die Punkte sich in Präzision jetzt echt bezahlt gemacht haben. Ja, ich würde lieber Bruder Melvon schicken zum Holen, als Bruder Blasius, einfach nur wegen der Reichweite der Waffe, dass es einfach mehr Deckung hergibt. Deswegen sage ich Blasius hier in Position. Bruder Melvon läuft in der nächsten Runde los. Bruder Karasas. Ja, da haben wir ein Ziel für dich. Hervorragend. Und ein Overwatch für dich bitte auch noch. Danke. Dann scoutet erstmal Bruder Astorat. Immer noch keine neuen Feinde. Ich glaube, das war so eine Einmal- und Nie-Wieder-Sache, aber ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Und ja, dann deck trotzdem vorsichtshalber diese Seite hier ab. Okay, und Bruder Derek zerfetzt diesen Xenor bestimmt ohne weitere Probleme. Okay, das Siegel ist leider aufgebraucht. Das würde ich ja gerne nochmal benutzen, aber es geht wohl nicht. Ja, also ich dachte, dass man das mehrmals nutzen kann, dann wäre es echt sehr effektiv. Und nur einmal nutzen... Oh. Na, Mist. Wie viele Punkte hat er? 2. Da kommt er auch nie. Doch, er kommt dran. Bin nicht bereit, noch mehr Treffer zu kassieren. Ich hoffe, dass das so eine weise Entscheidung ist, in der nicht hinterher offen hier irgendwie auf dem Schlachtfeld liegt und irgendwie wirklich von beiden Seiten plötzlich wieder welche spawnen. Das wäre, glaube ich, mein Untergang. Oh, ich glaube, ich komme sowieso von den Punkten her nicht so richtig Töffel dahin. Ne? Ich sag lieber schräg runterziehen. Ja, schräg runterziehen. 2 Schuss. Oh, die müssen wir beide sitzen. Feuer. Also, wow. Die Melter macht richtig schöne Löcher, muss ich sagen. Den Punkt heben wir mal auf. Vielleicht kann er doch noch laufen. Vielleicht auch nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Jetzt kommen auch noch diese hässlichen Viecher. Die machen ja zum Glück nicht so viel Schaden, aber dass die dieses... Ja, wie gesagt, die haben diesen MG-Schuss, wo die wirklich 1000 Schüsse raussemmeln und dass die dann diesen Crit-Schaden erhöht haben durch ihre Helferlein, durch ihre Krieger, das macht die natürlich sehr effektiv wahrscheinlich in solchen Momenten. Da will ich gar nicht zu viel riskieren. Den locken wir einfach aus. Weil wenn er sich hier hinstellt, dann kriegen wir nur einen Overwatch-Schuss rausgesetzt. Und das ist, glaube ich, das bringt nicht so viel. Und Bruder Blasius deckt einfach hier mit ab. Joa. Bruder Derek, ja, welche Seite decken wir denn hier ab? Ich würde sagen die. Weil da haben wir gerade keine Vision. Hier sieht es ziemlich clear aus. Dann Zug beenden.
Oh, verdammt, wir sind schon bei der 35-Minuten-Marke angekommen. Ja, ich moderiere schnell ab und mache danach einfach direkt weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid bei der nächsten Mal wieder mit dabei, bei dieser echt spannenden Partie, wo ich wirklich sagen muss, ziemlich fordernd. Und ja, bis zum nächsten Mal.